Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playergannon. In der heutigen Folge werden wir einfach nur mal eine ganz normale Let's Play Runde machen. Nichts Besonderes, keine besonderen Angriffe, einfach nur ein bisschen über die Zukunft meines Dorfes reden und über andere Dinge. Über welche werde ich mir im Laufe der Folge einfallen lassen. Okay, jetzt mal zur Entwicklung des Dorfes. Meine beiden Teslen sind jetzt auf 7 fertig geworden. Hammergeil, und die anderen werden gerade verarbeitet bzw. geupgradet. Ich bin endlich froh, diese Tests wirklich fertig zu haben, da die sehr lange gedauert haben, 12 Tage, und wenn ich dann durch bin, ja, muss ich mir bis Town Hall 10 keine Gedanken mehr über die machen, bis die dann endlich auf 8 fertig werden. Oh, 14 Tage, ey. Und damit willkommen zurück. Ja, ist nichts Besonderes mehr, ich wurde wieder gestört. Okay, wo war mir stehen geblieben? Mein Teslen, okay. Level 8, das wird echt heavy, aber wenn man sich anguckt, wie viel Damage die da machen, 99, also. Respekt, Respekt. Und dann Teslin Levels. Bei den Packern machen die hier Level 2. Das wird sehr heavy. Und ich kann hier eine Verteidigung von vorhin zeigen. 81%, ja. Level 7 Riesen. Level 7 Bogenschützen. Level 6er Mauerbrecher. 26er Queen. Ne, 25er Queen. 26er König. Und ein Blitzzauber Level 6. Also sogar 2, ne? Ja, ich glaube, das waren 2, weil er ja am Anfang da was weggeblitzt hat, und man kann sehen, der hat mein Dorf schon richtig zermerzelt. Aber sowas von, da konnte ich einfach nichts machen. Ey, gerade wo ich spare, ich will ja meine Lakaien auf 4 machen, da die auf 1 für Town Hall Level 9 ja etwas mager sind. Oh, das tut weh, ich will mir das nicht angucken, das tut echt weh. Okay, wir brauchen 1600 Dunkles noch für die Lakaien Level 3. Und gerade ist mein Golem auf 2 fertig geworden. Wann ich die wohl ausprobieren werde, wahrscheinlich im nächsten Clankrieg. Apropos Clankrieg, wie man auch sieht, ich habe im Moment kein Clan. Ich war ja im Clan Catmaster. Aber der hat sich aufgelöst. Ich wäre drin geblieben, aber der hat sich aufgelöst, weil wir im letzten CW verloren haben, weil niemand angegriffen hat. Und dann sind alle rausgegangen, wirklich alle. Am Ende waren nur noch 3 drin. Und ja, das. Ich glaube, die Überschrift dieser Folge wird sein, dass ich mal in eurem Clans mal vorbeischauen könnte und euch unterstützen könnte. Wenn ihr wollt, ihr könnt es mir unten reinschreiben, ob ich mal rein darf, mal vorbeischauen kann und gucken, ob ich bleibe. Okay, über die Zukunft meines Dorfes. Als nächstes habe ich vor, die Luftabwehren zu starten. Naja, eine Luftabwehr würde ich sagen, und dann die Bogenschützentürme. Dann wieder eine Luftabwehr und dann der nächste Bogenschützenturm, und am Ende würde ich die Magiertürme machen. Das heißt aber nicht für euch, dass ihr die Magiertürme als letztes machen sollt. Die solltet ihr eigentlich als zweites machen, wenn ihr hochgegangen seid. Aber ich habe mich dazu entschieden, die Luftabwehren zu machen. Also ich gehe sie nach einer Preisliste. In der nächsten Preisliste wird kommen 4,32 Millionen Luftabwehr. Dann 4,5 und dann 5,36 und dann die X-Bows auf 3,7 Millionen. Nee. Davor noch die Clanburg vor dem Magiertürm mit 5 Millionen. Also so mache ich das, und zum Schluss, ja, die Mauern mache ich immer zwischendurch. Wie man auch sieht, habe ich schon einige Mauern gemacht. Wir könnten eigentlich kopieren, abbrechen, Layout anpassen. Ja, 36 Mauern auf 8 und 40 auf 9. Wieso, ihr fragt, wieso ich schon auf die Mauern auf 9 mache? Weil ich manchmal zu viel Elixier habe und ich will das auch nicht verschwenden. Deswegen mache ich auch schon Mauern auf 9, aber das nächste, was ich machen will, sind meine Kasernen auf 9. Da das auf 8 für Level 94 schon etwas mager ist. In Clankriegen hilft das auch, wenn ich mal mehr Packer machen kann, außer in einer Kaserne. Ja, das muss wirklich gemacht werden. Oder Drachen. Ich bin nicht so der Drachen-Fan, aber man kann es werden, man kann es werden. Okay, ich würde sagen, ich werde auch direkt mal angreifen und ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Also bis gleich. Ich überlege, den Freundchen hier anzugreifen. Aber wenn ich so einen starken Gegner angreife, wird es oftmals ein Fail. Aber die. Nee. Ich lasse es lieber. Und ich überspringe die Gegnersuche wieder. Okay, den werden wir angreifen. Ich weiß nicht genau, wie viel in den Minen und Sammlern ist. Aber ich werde es einfach mal probieren. Probieren geht über Studieren. Ich meine, da müssten schon 100k drin sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wo der Rest sein, sonst sein sollte. Barbaren vor, zum Tank und die Bogenschützen hinterher. Das normale Barschen. Apropos, ich habe fast vergessen, einer meiner Abonnenten zu besuchen. Das werde ich gleich noch machen. Aber ich muss ganz kurz mal nachschauen, wie er genau heißt. Und in was für ein Clan. Ja, den Namen weiß ich ja, aber ich weiß nicht ganz genau, welchem Clan er ist. Ja, komm, brutzelt dem Barbarenkönig. Und ja, in den Minen und Sammlern war anscheinend fast überhaupt nichts. Sehr nice. Das war ironisch gemeint.
Hätte ich noch meine Queen dabei gehabt, aber leider ist sie ja noch am Schlafen. Meine Queen ist ja vorgestern auf 8 fertig geworden. Noch 2 Level, dann hat sie auch das Fähigkeitslevel auf 2. Wie lange sie dann unsichtbar bleibt? Ich glaube, ein paar Sekunden mehr. Vielleicht 1, 2 oder so. Naja, eine Sekunde wäre nicht gerade paar mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Oh je, meine, oh Gott. Das war nichts, das war weniger als nichts, wirklich. Ja, egal, ich würde sagen, ich schaue gerade mal ganz kurz nach, in was für ein Clan der Abonnent ist, der besucht werden will. Und bis gleich. Der Clan-Name ist Adopted. Boah, hoffen wir mal, dass es den nicht so oft gibt. Sonst, lieber Abo, musst du mir den Clan kürzeln. Nein, gibt's nur einmal. Abo. Sheldor. Sheldon aus der Big Bang Theory ist sowieso der Beste. Da ist er ja. Level 88, Goldliga 2. Okay. Immer wenn ich meinen Abonnenten besuchen will, sind die zerstört. Ja gut, Town Hall Level 8, ja. Ich hätte gedacht 9, aber 8. Für 8 sieht das schon mal gut aus. Machst gerade deine Bogenschützentürme auf 10, also das Maximum. Bist kein Farmer, sondern bist auf Trophy-Jagd. Oder willst du keine Verteidigung verlieren? Das kann natürlich auch sein. Warst schon etwas länger nicht mehr online. Ja, 44k Gold in den Minen. Ja. Okay, ich musste gerade nochmal was kurz wegschneiden, da mein Aufnahmeprogramm etwas rumgespackt hat. Okay, zu der Dorfvorstellung kann ich jetzt nicht so viel sagen, da dein Dorf zerstört ist, aber vom Upgrade-Status her sieht das sehr gut aus. Nur noch die Mauern hochmachen. Mach die Mauern hoch, ich würde es empfehlen. Ich habe es leider nicht getan. Aber wenn du schon mal dabei bist, mach die Mauern hoch und dann ist alles perfekt. Und dann kannst du auch mit beruhigtem Gewissen auf Town Hall Level 9 gehen. Sonst ist das wirklich ein super Dorf. Okay. Ich könnte noch ein paar Bartstruppen nachmachen. Trupskis. Und ja, ich kann euch ja vielleicht noch eine Verteidigung zeigen, wo mein Dorf richtig weggemetzelt wurde. Zu 100% das allererste Mal, ja, weil ich viel Loot hatte anscheinend. Ist das noch Verteidigungslock. Schade, ist nicht mehr verfügbar. Der hier. 28 Schweinereiter auf Level 5. 12 Magier Level 5. 32 Bogenschützen Level 6. Da konnte ich wirklich nicht viel machen. Also bei Schweinereitern ist es meistens, wenn man mit Schweinereitern angreift, wird es ein Fail. Oder 100%. Eins von beiden ist es auf jeden Fall. Oder die Zeit spielt einen Strich durch die Rechnung. Ja, okay. Ist ein 7 Level höher vom Level. Ja. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Das Labor in der Mitte finde ich immer unnötig, aber manche machen es. Okay, ich würde sagen, das war's dann auch für die heutige Let's Play-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.